Der 29-jährige Christian aus Eschweiler nimmt über Facebook Kontakt zu einem 12-jährigen Mädchen auf. Und am Ende ist er tot. Nachdem das Ehepaar bei der Polizei erfolglos eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet hat, haben sie wohl beschlossen, das Recht selbst in die Hand zu nehmen. Man hatte vor, ihm die Mundwinkel aufzuschlitzen, sodass dort Namen zurückbleiben. Die Eltern des Mädchens glauben, ein Pädophiler erpresste Nacktfotos von ihrer Tochter. Auf diesem abgelegenen Feldweg starb Christian L. an 14 Stichverletzungen. Kein Urteil der Welt. Wie kann man meinen Sohn zurückbringen? In dieser Crime-Doku geht es um einen Mord, der ohne die Schattenseiten, die soziale Medien mit sich bringen, so vermutlich nie passiert wäre. Es geht um Christian. Er ist 29 und wünscht sich wahnsinnig gerne eine neue Freundin. Er hat eine geistige Behinderung, was es ihm schwer macht, Frauen kennenzulernen. Deswegen schreibt er sie über Facebook an. Aber das, was ihm dadurch widerfährt, ist einfach nur dramatisch. Denn am Ende wird er das Opfer eines heimtückischen Mordplans. Das ist die unfassbare Geschichte um den sogenannten Facebook-Mord von Eschweiler. Auf diesem abgelegenen Feldweg starb Christian L. an 14 Stichverletzungen. Der lernbehinderte 29-Jährige verblutete hier. Hier an diesem Feldweg in Eschweiler ist das Ganze damals passiert. Man sieht hier auch noch ein Stück Polizeiabsperrband von damals. Ich will in diesem Film herausfinden, was am Tattag, dem 14. August 2015, genau passiert ist und wer diesem verschwörerischen Mordkomplott angehörte. Aber mich interessiert vor allem auch die Opferseite, weil ich habe mich oft gefragt, wie geht es eigentlich Hinterbliebenen von Mordopfern? Meistens ist es schwierig, mit ihnen zu sprechen. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, dass sie mit ihrem Schmerz und der Trauer die Öffentlichkeit meiden. In diesem Fall war es anders. Die Mutter des ermordeten Christian L. wollte mich gerne treffen. Ich mache mich auf den Weg zum Friedhof in Eschweiler. Dort wartet Ulrike L. bereits auf mich. Guten Tag, ja. Amse Ismail. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. An der Stelle, wo Ihr Sohn Christian begraben liegt. Erstmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mich treffen und über diese schlimme Tat an Ihrem Sohn Christian mit mir sprechen. Meine erste Frage wäre daher auch, wie geht's Ihnen heute, 7 Jahre nach dieser schrecklichen Tat an Ihrem Sohn Christian? Gar nicht gut, ne? Weil 2016, genau um Christian seinen Geburtstag, nach der Urteilsverkündung, nach der ersten, da habe ich einen Schlaganfall bekommen. Ich habe Gott sei Dank nur einen Sprachfehler zurückzubehalten und meine Gleichgewichtsstörung. Es hätte auch schlimmer ausgehen können. Ja, das heißt, das hat Sie körperlich richtig auch mitgenommen. Konnten Sie dann nach der Tat noch arbeiten oder was hat sich da entwickelt? Ich habe eine Zeit lang habe ich schon gearbeitet, nachdem Chris beerdigt worden ist. Aber da ging ich schon. Von der Konzentration mit dem Fahren, Autofahren und alles. Und dann habe ich mich krank schreiben lassen und nach einem halben Jahr haben wir gesagt, komm. Lösen wir das Arbeitsverhältnis auf, obwohl ich das gern gemacht habe. Christian leidet seit seiner Geburt an einer geistigen Behinderung. Trotzdem schafft er seinen Schulabschluss. Er ist ein fröhlicher Mensch. In der Behindertenwerkstatt arbeitet Christian am liebsten mit Holz. Er wünscht sich eine Freundin. Über Facebook sucht er Kontakt zu Frauen. Hatten Sie denn mitbekommen, dass Ihr Sohn Christian übers Internet Frauen anschreibt und eine Freundin sucht? Ich wusste, dass er auf der Suche ist nach einer Freundin. Er war ja schon 1,5 Jahre, 2 Jahre alleine. Ja, er hatte schon mal eine Freundin. Warum war es denn für Christian so schwierig, eine Frau auch im echten Leben kennenzulernen? War er doch so Feigefühl. Ne? Er war zu Feigefühl. Okay. Ich meine, anzusprechen. Es ist ja auch normal. Ich meine, viele Menschen haben irgendwie Probleme, eine Frau anzusprechen. Ist ja auch jetzt nicht gerade einfach, man möchte keinen Korb bekommen. Und deswegen hat Christian übers Internet versucht. Ja, und da ist er dran gescheitert an seiner Rechtschreibung. Er hat ja jedes dritte Wort verkehrt geschrieben. Die Frauen, die haben natürlich uns Schiss gemacht und den Dreck blockiert. Dass man Menschen übers Internet kennenlernt und einen Partner oder eine Partnerin sucht, ist heute völlig normal. Trotzdem birgt genau diese Anonymität auch Gefahren, denn am Ende weiß man eben doch nicht, mit wem man schreibt. Und genau das wird Christian L. zum Verhängnis. Dann schrieb Christian L. die Tochter der Haas zweimal auf Facebook an. Um 9.46 Uhr schrieb er, wie geht's dir? Und um 23.55 Uhr, guten Abend. Die Tochter reagierte nicht. Doch jetzt kommen ihre Eltern ins Spiel. Der Vater sieht die Nachricht und rastet aus vor Wut. Er glaubt, dass es sich um einen Pädophilen handeln muss. Ab hier nimmt die Tragödie ihren Lauf, weil mehrere Irrtümer aufeinanderprallen. Denn erstens, Karl-Heinz und Nadine H. haben ihre Tochter selbst bei Facebook angemeldet und ihr Alter auf 22 Jahre eingestellt. Christian L. ging also davon aus, er schreibt einer erwachsenen Person und nicht einem Kind.
Zweitens, ein halbes Jahr zuvor, im Januar 2015, wurde das Mädchen von einer unbekannten Person bei Facebook belästigt und massiv unter Druck gesetzt, ihr Nacktfotos zu schicken. Daraufhin hat Nadine H., ihre Mutter, eine Anzeige erstattet bei der Polizei, gegen unbekannt, aber dieses Ermittlungsverfahren wurde eingestellt, weil die Identität dieser Person nicht ermittelt werden konnte. Für die Familie war das ziemlich bitter, sie fühlte sich alleine gelassen und ohnmächtig. Und drittens, als Christian L. das Mädchen anschrieb, gingen ihre Eltern automatisch davon aus, dass es sich um die gleiche Person, also diesen Pädophilen, wie 6 Monate zuvor handeln muss. Aber das stimmte gar nicht, das war ein Riesenirrtum. Als sich Karl-Heinz H. und seine Frau Nadine H. kennenlernen, war sie 15, er 23. Sie arbeitete als Kassiererin, er als Garten- und Landschaftsgehilfe. Die ersten Jahre ihrer Beziehung verlaufen gut. Später wird der Weg immer steiniger. Drogen, Alkohol, Geldsorgen, Streit und Gewalt werden zum Alltag. Sie haben 2 Kinder, einen 10-jährigen Sohn und die 12-jährige Tochter. Nachdem das Ehepaar bei der Polizei erfolglos eine Anzeige gegen unbekannt erstattet hat, haben sie wohl beschlossen, das Recht selbst in die Hand zu nehmen. Die Mutter der 12-Jährigen soll über soziale Netzwerke Kontakt zu dem 29-Jährigen aufgenommen haben. Unter dem Vorwand, sie wolle was von ihm, soll sie ihn zum Tatort gelockt haben. Dort soll dann schon ihr Mann mit einem Bekannten auf den 29-Jährigen gewartet haben. Was dann genau passiert ist, das erzähle ich euch gleich. Was ich echt krass finde, ist, wie viele Personen bei diesem Plan beteiligt waren, ohne die Geschichte überhaupt zu hinterfragen. Es gab 3 Haupttäter, die Eltern des Mädchens, Karl-Heinz und Nadine H., sowie Sven L., ein Freund der Familie. Alle 3 waren bei der Tat vor Ort. Außerdem gab es noch 2 Bekannte der Familie, die auch beteiligt waren. Und zwar Marlene M., sie soll mit sexuellen Versprechungen das Opfer zum Tatort gelockt haben. Und Michael H., er soll während der Tat auf die beiden Kinder von Karl-Heinz und Nadine H. aufgepasst haben. Unglaublich, oder? Und alle hätten versuchen können, dieses Drama zu verhindern. Wie ordnen Sie das denn ein, dass so viele verschiedene Personen an diesem Plan, ihrem Christian was anzutun, beteiligt waren, ohne diese Geschichte eigentlich zu hinterfragen? Alles, was der Karl-Heinz gesagt hat, wurde gemacht. Von der Nadine, von dem Michael, von dem Sven. Selbst seine Arbeitskollegen wussten das alle. Es ist keiner hingegangen, hat die Kripo informiert. Heute Abend findet das und das statt. Dann wäre vielleicht mein Sohn noch am Leben. Keiner hat sich da angerufen. Die Mittäter haben diesen mörderischen Plan ja gar nicht richtig hinterfragt, warum jetzt eigentlich Christian ausgewählt wurde, sondern haben einfach mitgemacht. Angeblich wussten sie nichts von dem Mord, nur von der Abreibung. Aber das kann mir keiner erzählen. Wer hatte welche Rolle bei diesem heimtückischen Mordplan? Um mehr darüber zu erfahren, treffe ich mich mit dem Rechtsanwalt, der Sven L., einen der Hauptbeschuldigten vor Gericht verteidigt hatte. Björn Hühne. Wie kam es dazu, dass Ihr Mandant Sven L. bei dem Plan, Christian L. zu schaden und anzugreifen, mitgemacht hat? Also die beiden haben sich kennengelernt über die Arbeitsstätte, Sven L. und Karl-Heinz H. Darüber haben sich beide und auch die ganzen Familien angefreundet. Er hat häufigen Kontakt gehabt zur Familie, zu den Kindern auch. Und dann, als dieser Vorfall passierte, haben die natürlich darüber gesprochen. Er war auch, weil er die Kinder mochte, erbost darüber, dass da jemand, nur so ein Pädophiler, vermeintlich Fotos von der Tochter verlangt hatte. Und als die Staatsanwaltschaft eingestellt hat, dann war Karl-Heinz H. total niedergeschlagen, hat gesagt, wir müssen es selber in die Hand nehmen. Und dann hat man angefangen, einen Plan zu schmieden, wie man sich denn für diese Geschichte im weitesten Sinne rächen kann. Am Nachmittag des 14. August 2015 trafen sich die Eheleute H. und der Angeklagte Sven L., um den Ablauf des bevorstehenden Treffens mit dem geschädigten Christian L. zu besprechen. Sie beschlossen, spätestens jetzt in Tötungsabsicht, sich mit einem Bajonettklappmesser, einem Schlagmesser, einem Würgedraht und einem Schlagring zu bewaffnen. Vielleicht können Sie uns einmal mitnehmen an diesen Tattag, dem 14. August 2015. Was genau ist da passiert? Man hat sich dann zusammengefunden und vereinbart, dass man sich abends gegen 22 Uhr mit Christian L. an der Örtlichkeit treffen wollte. Zu diesem Zweck sollte Nadine H. sich dort in reizender Kleidung hinsetzen, um ihn dorthin zu locken. Ihm sind versprochen worden, dass es an diesem Tag möglicherweise auch zu sexueller Handlung kommen sollte. Also das heißt, Nadine H. Hat Christian L. versprochen, wenn du da hinkommst, dann kannst du mit mir Sex haben, auf gut Deutsch. Das ist über Facebook im Vorfeld so verabredet worden. Das war der Plan, um ihn überhaupt dorthin zu lassen. Also eine Falle.
Das war eine Falle im Hinterhalt, in den er gelockt worden ist. Ja. Aber das heißt, es ging schon auch um schwere Körperverletzungen. Das war geplant. Man hatte vor, ähnlich wie diese Comicfigur, die man kennt aus dem Kino, Joker, hatte man vor, ihm die Mundwinkel aufzuschlitzen, sodass dort Namen zurückbleiben. Und das sollte dann eine Kennzeichnung für einen Pädophilen sein. Wie ging es dann weiter? Man hat sich dann für 22 Uhr verabredet? Genau, für 22 Uhr war die Verabredung. Es war dann abgestimmt, dass Nadine H. ihn etwas weiter dann begleiten sollte in Richtung einer abgelegeneren Stelle als der Ort, an dem man sich ursprünglich getroffen hatte. Und das ist auch so geschehen. Mein Mandant ist den beiden in gewissen Abstand gefolgt, hat sie dann aber aus den Augen verloren. Karl-Heinz H. hat ein Stück weiter hoch des Weges gewartet auf die beiden, dass sie dort eintreffen. Also Christian L. und seine Frau? Genau. Nachdem Christian L. auf Karl-Heinz H. stieß, hat Nadine H. auch sofort die Örtlichkeit verlassen, hat also auch nicht mitbekommen, was im Weiteren passiert ist, lief von dort weg, traf dann auf Sven L., der ihr im Prinzip entgegenkam. In dem Moment hörte man aber schon Karl-Heinz H. lautstark schreien danach, ob denn Christian L. wisse, wer er sei und wer seine Frau sei. Karl-Heinz H. forderte vom Geschädigten die Herausgabe des Mobiltelefons, um zu kontrollieren, ob darauf Nacktbilder seiner Tochter gespeichert waren. Nach Herausgabe des Handys versetzte er Christian L. insgesamt 7 mit großer Wucht geführte Stiche mit dem von ihm mitgeführten Bajonettmesser, durch die der Geschädigte zu Fall kam. Infolge von 3 Stichen, die in den Oberkörper eindrangen, verstarb der Geschädigte innerhalb weniger Minuten durch Verbluten. Was ich krass finde, der Vater Karl-Heinz H. guckt sich das Handy gar nicht richtig an, denn sonst hätte er nämlich gesehen, dass sich darauf keine Nacktbilder seiner Tochter befinden, sondern er sticht direkt zu. Im Anschluss flüchten alle 3 Beteiligten vom Tatort, trotzdem kann die Polizei ausreichend Handydaten und Chats auswerten, sodass ihre Ermittlungen sehr schnell zu den Eheleuten Karl-Heinz und Nadine H. führen und so kommen sie dann auch auf die anderen beiden Beteiligten. Im Mai 2016 müssen sich dann alle 5 gemeinsam vor Gericht verantworten. Die Strafkammer hat zunächst auf das Mordmerkmal der Heimtücke abgestellt, weil das Opfer gezielt in einen Hinterhalt gelockt worden ist. Außerdem hat die Kammer auch das Mordmerkmal der sonstigen niederen Beweggründe festgestellt. Da ging es darum, dass die Angeklagten hier Selbstjustiz aus Rachsucht und Hass geübt haben. Am 17. Mai 2016 verkündet das Landgericht Aachen das Urteil im sogenannten Facebook-Mord. Es werden verurteilt die Angeklagten Karl-Heinz H., Nadine H. und Sven L. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Weil sie das spätere Opfer mit Sexversprechen über Handy zum Tatort gelockt hatte, erhielt eine weitere Bekannte der Haupttäter 2,5 Jahre Haft. Ein 5. Mitangeklagter wurde freigesprochen. Er hatte während des Mordes auf die Kinder des Ehepaars aufgepasst. Aber damit ist dieser Fall noch nicht vorbei, denn alle Verurteilten haben das Urteil nicht akzeptiert und sind in Revision gegangen. Das heißt, ein höheres Gericht, nämlich der Bundesgerichtshof, hat sich mit dem Fall nochmal beschäftigen müssen. Was kam denn bei der Überprüfung durch den Bundesgerichtshof heraus? Der Bundesgerichtshof hat das Urteil überprüft und hat betreffend Karl-Heinz H. festgestellt, dass die Entscheidung die richtige Entscheidung des Landgerichts Aachen gewesen ist. Und da ist es bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe für Karl-Heinz H. verblieben. Und betreffend Sven L. und Nadine H. hat er das Urteil mit seinen Feststellungen aufgehoben und an eine andere Kammer des Landgerichts Aachen, an eine andere Schwurgerichtskammer zurückverwiesen. Dort ist dann in einer weiteren Beweisaufnahme festgestellt worden, dass es sich hier nicht um Mord gehandelt hat, sondern um Körperverletzung mit Todesfolge. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme konnte eine gemeinsame Tatplanung nicht mit der für eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit festgestellt werden. Denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme konnte nicht festgestellt werden, dass die Angeklagten die Beibringung einer tödlichen Verletzung durch Karl-Heinz H. für möglich hielten und billigend in Kauf nahmen. Heißt also, im zweiten Verfahren kam das Gericht zu dem Schluss, dass Nadine H. und Sven L. ihrem Opfer Christian nur eine ordentliche Abreibung verpassen wollten. Sie wollten aber nicht, dass er stirbt. Sie hatten also keine Tötungsabsicht, hieß es. Und deswegen wurde ihre lebenslange Haftstrafe aufgehoben und sie bekamen eine neue, reduzierte Freiheitsstrafe. Die Angeklagten Nadine H. und Sven L. sind schuldig der Körperverletzung mit Todesfolge. Die Angeklagte Nadine H. wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren, der Angeklagte Sven L. zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. Bereut Ihr Mandant Sven L. das, was er getan hat? Sven L. hat die Tat bereut. Er hat dann auch dazu beigetragen,
dass man die Sache näher aufklären konnte, indem er eben Gegenstände, Beweisstücke gezeigt hat, wo man die wieder auffinden kann. Mhm. In der Hauptverhandlung hat er sich für sein Vorgehen entschuldigt, hat eben, weil er wirklich reuig gewesen ist, auch dazu beigetragen, dass er zivilrechtlich in nicht unerheblichem Umfang Schadenswiedergutmachung betrieben hat und hat eine Zahlung auch geleistet an die Hinterbliebenen. Wie erging es Ihnen nach dem zweiten Urteil? Gar nicht gut. Weder der Karl-Heinz noch die Nadine haben sich entschuldigt. Tut uns leid. Ja. Ich hätte mir auch nichts mehr kaufen können dafür, ne, aber trotzdem. Sie haben keine Reue gezeigt? Nein, keine. Und Sven L.? Der schon. Er hat sich zwar nie bei mir entschuldigt, aber über seinen Anwalt dann. Ne? Ist es denn für Sie wenigstens ein bisschen Genugtuung, dass der Haupttäter, also die Person, die Ihren Christian ja umgebracht hat, Karl-Heinz H., dass der lebenslänge Freiheitsstrafe bekommen hat und es bleibt dabei? Ein bisschen schon, aber kein Urteil der Welt kann mir meinen Sohn zurückbringen. Ich kann die Mutter von Christian L. gut verstehen, dass sie unzufrieden ist mit dem zweiten Urteil. Sie muss ihr Leben lang mit dem Schmerz, ihren Sohn verloren zu haben, weiterleben. So tragisch dieser Fall auch ist, zwei Sachen zeigt er sehr gut auf. Erstens, es ist sehr wichtig, dass Eltern eine gewisse Medienkompetenz haben, was die Gefahren im Internet oder auch in den sozialen Medien angeht. Denn Karl-Heinz und Nadine H. hätten ihre 12-jährige Tochter niemals bei Facebook anmelden und ihr Alter einfach hochsetzen dürfen. Das ist verantwortungslos. Und zweitens, Selbstjustiz ist definitiv der falsche Weg. Wir haben Ermittlungsbehörden und Gerichte und in diesem Fall hätten sie definitiv zur Aufklärung beitragen können. Denn dann wäre dieser Mord vermutlich so niemals passiert und Christian L. dürfte heute noch leben. Wie ging es euch beim Gucken der Doku? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr Lust auf spannende True Crime Stories habt, dann schaut euch auch mal unsere anderen Fälle auf unserem Kanal Mordorte an.